Das erste Thema ist ein riesiges Thema, das sind die interstitiellen Pneumopathien. Und Frau Pädiatr Katrin Hostetler-Haag, die Leiterin der Sprechstunde für interstitielle Pneumopathien des Lungenzentrums bei uns, hat die Challenge angenommen, in 20 Minuten das Ganze zu kondensieren. Ich bin immer sehr verwirrt bei diesem Thema, weil rein schon die Klassifikation, da könnten wir wahrscheinlich den ganzen Tag uns darüber unterhalten. Und das Thema ist so groß, dass der nächster Referent, Dr. Strobel, großzügigerweise 4 Minuten seiner Zeit abgegeben hat, damit Katrin Hostetler ein bisschen besser durchkommt. Katrin, vielen Dank, dass du die Challenge angenommen hast. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, Ihnen heute etwas über interstitielle Pneumopathien erzählen zu können. Und möchte mich bei den Organisatoren bedanken für die Einladung und eben auch bei Werner für die gespendeten 4 Minuten. Ich werde anhand eines Patientenfalls durch diese Thematik führen. Ich gebe Ihnen einen Überblick über die interstitiellen Pneumopathien. Die Klassifikation werden wir kurz zusammen anschauen. Aber ich werde mich dann tatsächlich aus Zeitgründen auf eine spezifische interstitielle Pneumopathie konzentrieren, und zwar auf die IPF, auf die Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Wir werden uns zusammen die Diagnostik anschauen und ich werde mich dann vor allem auf die neuen antifibrotischen Therapiemöglichkeiten bei IPF konzentrieren. Den Patientenfall, den ich Ihnen zusammengestellt habe, das ist ein 60-jähriger Bankangestellter. Er arbeitet aktuell als Hausmann und er klagt über eine langsam progrediente Dyspnoe während den letzten 4 Jahren. Er hat einen produktiven Husten. Er ist aktiver Raucher, seine persönliche Anamnese ist weitgehend unauffällig, er hat ganz sicher einen Alkoholüberkonsum, es sind keine Allergien bekannt und die detaillierte Anamnese ergibt keine Hinweise auf die Exposition gegenüber inhalativen Noxen. Er nimmt keine Medikamente ein und seine Familienanamnese ist unauffällig bezüglich Lungenerkrankungen. Er präsentiert sich in einem reduzierten Allgemeinzustand. Seine Ruhesättigung ist zwar normal, aber er hat ein ausgeprägtes Clubbing der Finger und bei der Auskultation fällt ein beidseits basal betontes, feinblasiges Knisterrasseln auf, das sogenannte Velcro-Knistern. Wir führen eine Lungenfunktion durch. Bei diesem Patienten zeigt sich, dass seine Lungenvolumina noch erhalten sind. Sie sehen das hier. Die totale Lungenkapazität ist mit 6,5 Liter normal, genauso die forcierte Vitalkapazität. Aber seine Diffusionskapazität ist bereits mittelschwer eingeschränkt. Sein Sauerstoffpartialdruck in der Blutgasanalyse in Ruhe ist jedoch normal. Ich zeige Ihnen nun ein paar Schichten seines CT-Thorax, im Moment noch ohne weitere Kommentare. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Aber wenn Sie sich das anschauen, dann ist auch, stimmen Sie mir natürlich zu, dieser Patient leidet an einer fibrotischen, interstitiellen Lungenerkrankung und unsere Aufgabe als Pneumologen ist es nun, diese interstitielle Pneumopathie weiter zu klassifizieren. Ich zeige Ihnen nun dazu diese aktuelle Klassifikation der interstitiellen Pneumopathien, die ist tatsächlich etwas verwirrend. Es ist die aktuelle Version aus dem Jahr 2013. Wir unterscheiden grundsätzlich 4 Hauptgruppen. Wir haben hier einerseits eine große heterogene Gruppe. Das sind die interstitiellen Pneumopathien, bei denen wir eine klare Ursache eruieren können. Also interstitielle Pneumopathien mit einer identifizierenden Ursache. Das sind einerseits die Pneumokoniosen, also die Staublungen, Silikosen, Exposition gegenüber einem anorganischen Stoff. Die Hypersensitivitätspneumonitiden gehören hier dazu. Das sind Stichwort Pharmalunge, Vogelzüchterlunge, also Exposition, inhalatives Allergen. Die medikamentös induzierten Pneumopathien gehören dazu. Und dann die große Gruppe der interstitiellen Pneumopathien, die mit einer rheumatologischen Grunderkrankung assoziiert sind, also Stichwort Systemsklerose assoziiert die interstitielle Pneumopathie. Dann haben wir eine kleinere Gruppe der granulomatösen interstitiellen Pneumopathien, das ist vor allem die Sarkoidose. Dann eine kleine Gruppe von sehr seltenen, klinisch, radiologisch und histologisch sehr klar
zu identifizierende Erkrankung. Das ist zum Beispiel die pulmonale Langerhanszellhistiozytose oder die Lymphangioleiomyomatose. Und dann die große Gruppe der idiopathischen interstitiellen Pneumopathien, also unbekannte Ursache. Die sind wiederum dreigeteilt in häufige, seltene und die nicht klassifizierbaren. Das ist eine Gruppierung, die in der Klassifikation von 2013 neu dazugekommen ist. Und ich denke, das macht absolut Sinn, weil bis zu 10% unserer Patienten mit einer interstitiellen Pneumopathie können wir nicht abschließend klassifizieren. Sei das, weil wir zum Beispiel keine Lungenbiopsie durchführen können oder aber weil wir diskrepante Befunde haben. Also nicht klassifizierbare interstitielle Pneumopathien, die seltenen und dann die häufigen idiopathischen interstitiellen Pneumopathien. Die sind wiederum dreigeteilt in die akut-subakut verlaufenden, in raucherassoziierte und dann die wichtige und große Gruppe der chronisch fibrosierenden idiopathischen interstitiellen Pneumopathien. Und dort ist ganz klar die IPF die wichtigste Form, die idiopathische pulmonale Fibrose hier. Wenn wir uns das in der Verteilung, wie wir sie in der Klinik sehen, anschauen, dann sehen Sie, dass Sie ca. 20% unserer Patienten mit interstitieller Pneumopathie oder kurz gesagt mit ILD, mit Interstitial Lung Disease, haben eine chronische Hypersensitivitätspneumonitis. Die Allergene, die Auslöser, sind meistens nicht zu identifizieren. 20% unserer Patienten haben eine interstitielle Pneumopathie im Rahmen einer rheumatologischen Grunderkrankung, hier dann eine enge Mitbetreuung mit den Kollegen der Rheumatologie. 20% unserer Patienten haben eine Sarkoidose, 10% eine Pneumokoniose, 10% diverse andere. Und hier diese Gruppe, Sie sehen doch, 20% unserer Patienten haben eine IPF. Die IPF ist somit nicht nur eine der häufigsten interstitiellen Pneumopathien, sondern es ist auch diejenige mit der schlechtesten Prognose. Und es ist diejenige, bei der sich in den letzten Jahren am meisten und Grundlegendes verändert hat bezüglich Therapie. Und deshalb möchte ich mich im Folgenden vor allem auf die IPF konzentrieren. IPF, also aus dem Englischen Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Wie gesagt, es ist die häufigste der idiopathischen interstitiellen Pneumopathien. Wir gehen im Moment in der Schweiz von ca. 2000 IPF-Patienten aus. Wir gehen aber auch gleichzeitig davon aus, dass es sehr viele nicht diagnostizierte Patienten gibt. Es ist die Erkrankung des älteren und alten Menschen. Die Diagnose wird meistens zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr gestellt. Sehr selten bei Patienten unter 50. Dort muss die Diagnose eigentlich auch hinterfragt werden. Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Rauchen ist ein klarer Risikofaktor. Die genaue Pathogenese ist aber leider bis heute weitgehend unklar. Was aber klar ist, ist, dass eben das mittlere Überleben sehr schlecht ist mit 3 bis 4 Jahren. Also das mittlere Überleben nach Diagnosestellung ist 3 bis 4 Jahre. Das ist katastrophal und das ist eigentlich auch schlechter als bei den meisten Karzinomen. Ein weiteres Problem bei dieser Erkrankung ist, dass sie im Gegensatz zu den meisten anderen interstitiellen Pneumopathien absolut kein Ansprechen gegenüber antiinflammatorischer Medikation zeigt. Also das heißt, kein Ansprechen auf systemische Steroide. Wir haben im Gegenteil sogar Daten, die zeigen, dass Patienten mit IPF sich unter systemischen Steroiden verschlechtern, also dass das Überleben dieser Patienten schlechter ist. Bis vor 4 bis 5 Jahren hatten wir für unsere IPF-Patienten somit keine medikamentöse Therapiemöglichkeit. Patienten unter 65 wurden für eine Transplantation abgeklärt, aber sonst konnten wir diesen Patienten nichts bieten. Jetzt seit 2015 stehen uns erfreulicherweise 2 neue antifibrotische Medikamente zur Verfügung für Patienten mit IPF, die die Krankheitsprogression bremsen können. Wenn wir uns den natürlichen Verlauf der IPF anschauen, dann können wir eigentlich 3 Phänotypen unterscheiden. Wir haben einerseits diese Gruppe hier, das C, das ist eigentlich die größte Gruppe. Das ist der häufigste Verlauf. Wir haben Patienten, die werden irgendwann symptomatisch, typischerweise langsam progredierende Dyspnoe und trockener Reizhusten. Das sind unspezifische Symptome, entsprechend dauert es meistens ca. 1 bis 2 Jahre, bis die korrekte Diagnose gestellt wird. Häufigste Fehldiagnose ist die Herzinsuffizienz.
Bei diesen Patienten sehen wir dann einen langsamen Progress, eine langsame Verschlechterung der Lungenfunktion. Eine kleinere Gruppe hat einen sehr viel fulminanteren Verlauf. Das sind Patienten, die versterben innerhalb eines Jahres nach Diagnosestellung. Und eine dritte Gruppe, das sehen Sie hier, das sind Patienten, die einen langsamen Progress haben und dann akute Exazerbationen. Die Ursachen dieser akuten Verschlechterungen verstehen wir nicht. Aber typischerweise ist es eben so, dass diese Patienten sich nicht wieder erholen und sich dann auf einem deutlich tieferen Niveau wieder einbalancieren. Die Ursache für diese drei verschiedenen Verläufe, die kennen wir nicht. Und leider sind wir auch nicht in der Lage, den Progress oder die Progression der Erkrankung bei Diagnosestellung zu prognostizieren. Wenn Sie sich aber diese Zahlen hier unten anschauen und wenn Sie sich daran erinnern, dass sich eben die Therapie der IPF grundlegend unterscheidet von derjenigen bei anderen interstitiellen Pneumopathien, dann denke ich, ist klar, dass wir unbedingt versuchen sollten, diese Patienten korrekt zu diagnostizieren, dass wir versuchen sollten, sie abzugrenzen von diesen großen anderen Gruppen und dass wir sie vor allem auch früh diagnostizieren. Das bringt mich also zur Diagnostik. Wir haben also einen Patienten mit Verdacht auf eine Lungenfibrose. Die klassische Trias wäre also die langsam progrediente Dyspnoe, der trockene Reizhusten und auskultatorisch das trockene Knisterrasseln, das Velcro-Knistern. Das ist eine typische Trias und wenn wir das bei einem älteren Patienten haben, dann ist der positiv prädiktive Wert, dass tatsächlich eine IPF vorliegt, sehr hoch. Interessanterweise ist dieses Knisterrasseln schon sehr früh in der Erkrankung zu hören. Das bedeutet, dass die Auskultation eigentlich der Früherkennung dient, also ein sehr wichtiges Instrument. Wenn der Patient dann zu uns zugewiesen wird, zur Pneumologie, führen wir natürlich eine Lungenfunktion durch, eine Bodyplate-Dysmographie, eine Diffusionsmessung, ein Belastungstest, bei diesen älteren Patienten meist ein 6-Minuten-Gehtest. Und ein sehr wichtiger Teil ist hier dann der Ausschluss, also die Suche nach identifizierbaren Ursachen, respektive eben deren Ausschluss. Das heißt, die Anamnese ist ein ganz, ganz wichtiger Teil bei diesen Patienten. Wir müssen eine ganz sorgfältige Anamnese machen bezüglich der Exposition gegenüber inhalativen Noxen. Wir müssen eine sorgfältige Berufsanamnese machen bezüglich eventueller beruflicher Exposition. Eine ganz sorgfältige Medikamentenanamnese, die eben auch Jahre zurückgehen sollte. Eine sorgfältige Familienanamnese, es gibt sehr seltene Formen der familiären, also genetischen Fibrosen. Und ganz wichtig ist eben auch, dass wir aktiv nach einer rheumatologischen, bisher eventuell noch nicht diagnostizierten, einer rheumatologischen Grunderkrankung suchen. Dabei hilft uns die routinemäßige Antikörperbestimmung. Wir bestimmen routinemäßig Rheumafaktoren, Anti-CCP und Titer- und Fluoreszenzmuster der antinukleären Antikörper. Das bedeutet also, dass am Anfang dieser Diagnostik die Frage steht, finden wir eine Ursache für die Fibrose, ja oder nein. Wenn wir eine finden, wenn wir uns also hier befinden, dann hat der Patient per Definition keine IPF. Dann hat er eine Nicht-IPF-ILD. Diese Patienten erhalten natürlich ein CT-Thorax, sie werden meistens bronchoskopiert, wir werden eine Lavage durchführen, meist auch eine Biopsie. Eventuell müssen wir bis zur chirurgischen Biopsie gehen und alle diese Patienten werden und sollten interdisziplinär besprochen werden, das heißt interdisziplinär in Anwesenheit von Radiologe, Pathologe, Rheumatologe und Pneumologe. Und wir werden dann gemeinsam versuchen, eine Diagnose zu stellen. Wenn wir keine Ursache finden, dann hat der Patient eine idiopathische interstitielle Pneumopathie und dann wird das CT absolut zentral. Wir müssen jetzt nämlich versuchen, die radiologischen Veränderungen, die wir im CT sehen, einem bestimmten Muster zuzuordnen. Und hier wird eben dieses UIP-Muster ganz zentral. Wir müssen also die Frage beantworten, hat der Patient ein UIP-Muster, ja oder nein? UIP, das steht für Usual Interstitial Pneumonia. Und es sind diese vier oder hauptsächlich diese drei Kriterien, die wir suchen. Wir suchen retikuläre Veränderungen. Die müssen basal und subpleural betont sein. Wir müssen ein Honeycombing haben, also diese Honigwabenveränderungen der Lunge, ein fibrotischer Umbau der Lunge mit oder ohne Traktionsbronchiektasen.
Und wir wollen keine sonstigen Veränderungen, also kein Ground Glass, keine Noduli, keine Zysten, keine Konsolidationen, kein Mosaik-Pattern. Wieso ist dieses UIP-Pattern so wichtig? Wenn Sie einen Patienten haben mit Verdacht auf eine IPF und Sie haben in seinem CT ein typisches UIP-Muster, dann ist der positiv prädiktive Wert, dass tatsächlich eine IPF vorliegt, 90 bis 100%. Das bedeutet, dass wir auf eine histologische Sicherung verzichten können. Das heißt, wenn wir ein UIP-Pattern haben im CT, müssen wir keine Lungenbiopsie durchführen. Wir wären also hier. Wir haben eine idiopathische interstitielle Pneumopathie. Wir sehen ein typisches UIP-Muster. Wir besprechen den Patienten interdisziplinär und können ohne histologische Sicherung die Diagnose der IPF stellen. Wenn wir kein UIP-Muster haben, dann wird der Patient ähnlich wie hier drüben durch dieses Prozedere gehen mit Bronchoskopie, Lavage, Biopsie, eventuell chirurgische Lungenbiopsie. Wir werden ihn interdisziplinär besprechen. Die IPF-Diagnose ist dann immer noch möglich, aber wir brauchen dazu eine Histologie. Nun würde ich gerne dieses UIP-Muster mit Ihnen gleich einmal ausprobieren. Ich würde Sie nun bitten, dieses CT von unserem Patienten, das wir vorhin gesehen haben, schauen Sie sich an und entscheiden Sie, ob das ein UIP-Muster ist. Wir suchen also subpleurale Retikulationen, basal betonte Veränderungen, Honeycombing, Traktionsbronchiektasen und sonst keine dominierenden Pattern. Kein Ground Glass, keine ausgeprägten Noduli. Gut, und nun würde ich Sie bitten, zu wählen, ob das ein UIP-Pattern ist, ja oder nein. Wunderbar, das ist sehr gut. Die Mehrheit von Ihnen hat das absolut korrekt erkannt. Das ist ein absolut klassisches UIP-Muster. Wir haben einerseits ganz klar apikal weniger Veränderungen. Wir sehen hier bereits diskrete subpleurale Retikulationen. Auch hier bereits ein beginnendes Honeycombing, aber immer noch alles streng subpleural. Und wenn wir weiter nach Basal gehen, eine Zunahme der Veränderungen grundsätzlich. Auch hier sind die Veränderungen absolut subpleural betont. Und wir haben ganz ein klares Honeycombing. Honeycombing, das sind dickwandige Zysten, mehr oder auch einlagig bereits erreicht. Wir haben Traktionsbronchiektasen und sonst keine weiteren Auffälligkeiten. In der Realität sind die Bilder natürlich nicht immer so klar. Das ist jetzt ein sehr typisches UIP-Pattern. Gerade deshalb, weil es schwierig ist, sind diese interdisziplinären Besprechungen sehr wichtig. Gut, wir haben also bei diesem Patienten die Diagnose einer IPF gestellt und kommen nun zur Therapie. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass die IPF innerhalb der restlichen interstitiellen Pneumopathien eine Sonderrolle hat, insbesondere deshalb, weil sie eben auf eine antiinflammatorische Therapie nicht anspricht. Ich habe Ihnen hier die Studien zusammengestellt, die in den letzten 30 Jahren bei Patienten mit IPF durchgeführt worden sind. Jedes Rechteck repräsentiert eine klinische Studie. Je größer das Rechteck, desto mehr Patienten sind eingeschlossen worden. Es wurden diverseste Medikamente untersucht. Sie haben hier früh, in den frühen 90er Jahren, war das systemische Steroide und Azathioprin, das war negativ. Eine Studie mit Gamma-Interferon, die war auch negativ. Dann die großen Studien mit dem Warfarin, auch die waren negativ. Dann die Demenz-Trials, das waren die Iphigenia-Trials, eine Trippeltherapie mit systemischen Steroiden, Azathioprin und N-Acetylcystein, auch die waren negativ. Und dann die ganz großen Bild-Trials mit dem Bosentan, auch die waren negativ. Und eigentlich erst in den letzten Jahren haben wir erstmals positive Studien gesehen mit den neuen antifibrotischen Medikamenten. Das heißt, nach eigentlich 30 Jahren negativen Studien haben wir dann innerhalb von wenigen Monaten zwei positive Studien gesehen. Und zwar ist das einerseits mit dem Pirfenidon und andererseits mit dem Nintedanib. Das sind die Handelsnamen OFEV für das Nintedanib und Esbriet für das Pirfenidon. Und auf diese beiden Medikamente möchte ich nun eingehen. Das Pirfenidon, ein orales Pyridon, das ist ein sehr interessantes Medikament, weil nämlich der exakte Wirkmechanismus bis heute nicht bekannt ist.
Es hat antifibrotische Wirkung, das wissen wir aus Tiermodellen und aus In-vitro-Studien. Und die Zulassung des Medikamentes beruht auf drei großen Phase-3-Studien mit mehr als 1300 IPF-Patienten. Der primäre Endpunkt war die Veränderung der forcierten Vitalkapazität während der Dauer von 52 Wochen. Und ich zeige Ihnen hier die wichtigste Figur aus dieser Publikation. Sie sehen hier die Veränderung der forcierten Vitalkapazität über diese 52 Wochen. Und Sie sehen hier die Placebo-Gruppe gegenüber der Pirfenidon-Gruppe. Und was ganz klar ist, da besteht ein Unterschied. Es ist ein statistisch signifikanter Unterschied mit einem Benefit bezüglich forcierter Vitalkapazität in der Pirfenidon-Gruppe. Aber was Ihnen natürlich auch auffällt, ist, dass sich auch die Pirfenidon-Gruppe weiter verschlechtert. Das bedeutet, das Medikament kann die Lungenfunktion nicht verbessern, es kann es nicht einmal stabilisieren, aber es kann die Krankheitsprogression verlangsamen. Nun stellt sich die Frage, ist das klinisch relevant? Und das muss man bei IPF-Patienten ganz klar mit einem Ja beantworten, denn für diese Patienten wissen wir, dass die forcierte Vitalkapazität mit der Mortalität korreliert. Das heißt, je besser die forcierte Vitalkapazität ist, desto besser ist das Überleben dieser Patienten. In den gepoolten Analysen von diesen drei großen Studien konnte zudem gezeigt werden, dass eben das Überleben der Pirfenidon-Gruppe verbessert wird. Also die hatten einen Survival-Benefit. Das Nintedanib, ein Medikament, das wir aus der Onkologie bereits kennen, es ist ein Tyrosinkinase-Inhibitor. Dieser hemmt unter anderem die Rezeptoren für den Fibroblast Growth Factor und Platelet-Derived Growth Factor. Das sind beide sehr starke profibrotische Wachstumsfaktoren, die in der IPF-Pathogenese ganz klar eine Rolle spielen. Und wenn wir die hemmen, haben wir einen antifibrotischen Effekt. Die Zulassung beruht auf zwei großen Phase-3-Studien. Das waren mehr als 1000 IPF-Patienten, die eingeschlossen worden sind. Und primärer Endpunkt auch hier der Verlauf der forcierten Vitalkapazität. Und wenn Sie sich hier nun diese Hauptresultate anschauen, dann fällt Ihnen sicher gerade auf, dass das natürlich sehr ähnlich aussieht wie für die Pirfenidon-Daten. Und tatsächlich ist es so, dass die Wirksamkeit dieser beiden Medikamente absolut vergleichbar ist. Sie haben hier auch der Verlauf der forcierten Vitalkapazität über diese 52 Wochen, hier die Placebo-Gruppe und hier die Nintedanib-Gruppe. Und Sie sehen auch, hier haben wir einen Benefit bezüglich FVC in der Nintedanib-Gruppe, das war auch wiederum statistisch signifikant, aber auch hier sehen wir, dass wir eben eine weitere Verschlechterung der forcierten Vitalkapazität haben. Also auch dieses Medikament kann die Krankheitsprogression verlangsamen. Wir haben nun also zwei Medikamente zur Verfügung und nun stellt sich die Frage, welche Patienten behandeln wir? Alle unsere IPF-Patienten und mit welchem Medikament? Die erste Frage würde ich gleich gerne an Sie weitergeben. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 62-jährigen IPF-Patienten, der hat sonst keine relevanten Komorbiditäten, seine Lungenfunktion ist normal, er hat eine normale Diffusionskapazität. Ich greife nun etwas voraus, das Medikament ist insgesamt gut verträglich und die Kosten für ein Jahr antifibrotische Therapie beträgt 40.000 Franken. Bitte überlegen Sie sich, ob Sie diesen Patienten antifibrotisch behandeln würden. Gut, das ist ein interessantes Resultat und ich denke, es spiegelt genau das wider, was wir auch in unserem Kollegenkreis mit an niedergelassenen Pneumologen immer wieder diskutieren. Ich zeige Ihnen, was die aktuellen Empfehlungen sind. Grundsätzlich sind wir in der Schweiz in der komfortablen Lage, dass wir alle IPF-Patienten behandeln können, unabhängig vom Alter und von der Lungenfunktion. Die Diagnose muss gemäß Guidelines gestellt worden sein. Das bedeutet, der Patient muss an einem interdisziplinären Board vorgestellt worden sein. Grundsätzlich ist es so, dass die Empfehlungen heute sind, dass wir alle IPF-Patienten behandeln und dass wir das möglichst früh tun, nämlich bei Diagnosestellung. Und diese Empfehlung beruht natürlich auf dem, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass eben die forcierte Vitalkapazität mit dem Überleben korreliert.
Die zweite Frage, mit welchem Medikament? Da möchte ich gerne wieder auf unseren Fall zurückkommen. Sie erinnern sich, der 60-jährige Mann, er hat eine eingeschränkte Diffusionskapazität. Wir haben ihn selbstverständlich behandelt mit OFEV und er hat innerhalb von kürzester Zeit die typischen Nebenwirkungen bekommen. Die sind vor allem gastrointestinal, Diarrhoe, Appetitminderung, Nausea. Die Diarrhoe war gut kontrollierbar mit Loperamid, aber er hat im weiteren Verlauf eine Leberwerterhöhung entwickelt, die war hartnäckig und wir mussten die OFEV-Medikation reduzieren und im weiteren Verlauf sogar sistieren. Das bringt mich zu den häufigsten Nebenwirkungen des OFEVs, dass die sind vor allem gastrointestinal. Also über die Hälfte der Patienten entwickeln eine Diarrhoe, die ist meistens gut kontrollierbar, sie ist meistens auch, nimmt etwas ab während der Dauer der Behandlung. Nausea, Appetitminderung und das alles führt eben auch häufig dann zu einem Gewichtsverlust, der zu einem Problem werden kann. 10% der Patienten oder weniger als 10% haben eine Leberwerterhöhung, deshalb sollten wir auch die Leberwerte regelmäßig kontrollieren in den ersten 6 Monaten, monatlich, später alle 3 Monate. Nintedanib, das sind Kapseln auf 150 Milligramm morgens und abends. Die Kapseln sollten mit der Nahrung eingenommen werden und wie gesagt die Diarrhoe möglichst früh behandeln, den Patienten eigentlich das Loperamid mit rezeptieren. Bei unserem Patienten funktionierte es nicht, wir mussten ihn umstellen auf das Esbriet. Das hat er sehr gut toleriert. Das Esbriet hat selten eine Problematik mit einer erhöhten Lichtempfindlichkeit gegenüber UV-Licht. Die Patienten werden immer gut instruiert, dass sie sich schützen gegen Sonneneinstrahlung. Das hat unser Patient sehr gut gemacht. Er ging auf eine Fahrradtour, hat sich Hände und Gesicht gut eingecremt. Er war dann unterwegs, hat geschwitzt, hat sich die Ärmel zurückgeschoben und innerhalb von wenigen Minuten einen schwersten Sonnenbrand entwickelt an beiden Unterarmen. Das führte dazu, dass wir die Medikation pausieren mussten. Wir konnten sie nicht wieder etablieren. Der Patient ist im Moment ohne Therapie. Er hat in der Zwischenzeit mit dem Rauchen aufgehört. Er hat seinen Alkoholkonsum reduziert und wir können ihn im Moment bezüglich einer Lungentransplantation abklären. Die unerwünschten Nebenwirkungen des Esbriets, auch wiederum vor allem gastrointestinal. Hier ist es vor allem die Nausea, die Probleme macht. Erbrechen, auch hier häufig dann Appetitminderung und Gewichtsverlust und eben diese Lichtempfindlichkeit, diese Überempfindlichkeit gegenüber UV-Licht in ca. 10% der Fälle. Deshalb müssen wir diese Patienten sehr, sehr gut instruieren, dass sie wirklich regelmäßig täglich Sonnenschutzmittel auftragen und am besten eigentlich starkes Sonnenlicht vermeiden. Wir müssen auch hier die Laborwerte regelmäßig kontrollieren. Das Esbriet muss eintitriert werden. Wir haben 2 Formulierungen zur Verfügung, 267 Milligramm und 801 Milligramm. Wir beginnen mit der niedrigen Dosierung in der ersten Woche 3x1 Tablette, dann in der zweiten Woche, wenn das gut geht, 3x2 und dann steigern auf 3x3. Und wenn das gut geht, können wir auf diese Dosierung wechseln. Bei älteren Patienten gehe ich da meistens ein bisschen vorsichtiger vor. Das lohnt sich meistens, um die Nebenwirkungen gering zu halten. Auch diese Tabletten sollten mit der Nahrung eingenommen werden. Kontraindikationen für beide eigentlich wenige. Beim Esbriet ist es die Komedikation mit dem Antidepressivum Fluvoxamin. Schwere Leber- und Niereninsuffizienz, Schwangerschaft und Laktation natürlich und fürs Nintedanib eigentlich nur die Schwangerschaft und Laktation und eine Intoleranz gegenüber Soja und Erdnüssen, bedingt durch Trägerstoffe des Medikamentes. Und für beide Medikamente gilt, die Patienten sollten dringend mit dem Rauchen aufhören, weil das die Serumkonzentrationen beider Medikamente reduziert. Nun, wenn wir jetzt die zweite Frage beantworten wollen, mit welchem Medikament, dann muss man eigentlich sagen, das ist abhängig von den potenziellen Nebenwirkungen, respektive den Nebenwirkungen, die dann eintreten. Schwieriger ist die Frage, wie lange behandeln wir die Patienten und was tun wir, wenn der Patient sich unter Therapie verschlechtert? Nun, die zweite Frage, die hat einen Haken, das realisieren Sie natürlich, weil wir ja wissen und erwarten, dass sich der Patient weiter verschlechtert. Das haben wir ja gesehen in den großen Studien. Die Lungenfunktion dieser Patienten wird sich weiter verschlechtern. Der Patient hat keinen subjektiven Benefit von der Therapie. Quality of Life hat sich nicht verändert in den großen Studien. Das heißt also gleichzeitig, dass sich eine weitere Verschlechterung der Lungenfunktion unter Therapie, dass man das nicht als ein Therapieversagen interpretieren darf.
Das muss mit dem Patienten sehr gut diskutiert werden, mit Patienten, Angehörigen und mitbetreuenden Ärzten, dass eben eine weitere Verschlechterung zu erwarten ist. Wenn wir das gut kommunizieren, können wir im weiteren Verlauf der Erkrankung eben auch den Patienten eher motiviert haben, dass er die Therapie weiternimmt, weil grundsätzlich ist es so, dass wir sagen, wir behandeln den Patienten so lange wie möglich, solange die Toleranz gegenüber den Medikamenten da ist. Und wir sollten aber unbedingt versuchen, wenn Medikamentennebenwirkungen auftreten, dass wir die Dosis vorübergehend reduzieren. Und zum Schluss, was wir bei diesen sehr schwerkranken Patienten mit einer schlechten Prognose nicht vergessen dürfen, das ist der ganzheitliche Ansatz, vor allem eben auch nicht medikamentöse Ansatz. Und das ist das, was wir hier eigentlich am Unispital so ein Netz um diese Patienten aufgebaut haben. Alle unsere IPF-Patienten werden routinemäßig in eine ambulante pulmonale Rehabilitation eingeschleust. Sie erhalten bei Bedarf psychosoziale Unterstützung, Ernährungsberatung. Wir unterstützen sie im Rauchstopp selbstverständlich. Alle Patienten unter 65 werden bezüglich Lungentransplantation evaluiert. Wenn notwendig im Verlauf der Erkrankung, und das ist meistens der Fall, erhalten Sie natürlich eine Sauerstofftherapie in enger Zusammenarbeit mit der Lungenliga. Und in den terminalen Stadien betreuen wir die Patienten zusammen mit der Palliativmedizin auch ambulant. Und mit diesem Dia möchte ich meinen Vortrag beenden und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.